Die Heartbeat Foundation lud sämtliche Rapid-Nachwuchsspieler zwischen 14 und 18 Jahren ins Gerd-Hanapi-Stadion, um mit ihnen eine Schulung zum Thema Herzsicherheit durchzuführen. Die Heartbeat Foundation ist jetzt seit 2,5 Jahren daran, dass wir den Sport herzsicherer machen. Es geht darum, dass wir an Sportstätten, Vereine, die Schüler, die Sportler, die Funktionäre, alle miteinander schulen, dass sie dann helfen können, wenn ein plötzlicher Herztod eintritt. Und das passiert leider in Österreich alle 30 Minuten. Mehrere Studenten der Medizinischen Universität Wien haben unter der Aufsicht von Universitätsprofessor Dr. Fritz Sterz den grün-weißen Zukunftshoffnungen das Verhalten im Notfall näher gebracht. Naja, das Wichtige ist so, dass man es einmal wirklich gemacht hat und dass man vielleicht so ein bisschen eine Routine bekommt, dass man es dann im Extremfall dann wirklich vielleicht aus dem Hinterkopf rausfischen kann, was man jetzt richtig macht. Ja, jetzt kenne ich mich besser aus. Super, also sie sind ganz motiviert, drücken da brav drauf, auch von der Tiefe. Sollten sie sich dann, glaube ich, nochmal abwechseln. Ich habe da ein Ich kann nicht mehr gehört, aber das ist voll okay. Deshalb ist wichtig, dass man sich auch immer rechtzeitig Hilfe holt. Auch die Nummer 34 von Rapid, Dominik Stackel, schaute bei der Schulung vorbei. Wenn einmal keiner da ist und man ist irgendwo in der Freizeit oder trainiert, das ist natürlich wichtig, dass man weiß, wie man umgehen soll, was man machen muss, wie man reagieren soll. Also für uns ist das heute sicher ein Meilenstein. Rapid ist natürlich in Österreich, nicht nur in Österreich, sondern europaweit eine große Nummer. Und wir sind sehr stolz darauf, dass es uns gelungen ist, hier mit der Jugend von Rapid diese Schulung zustande zu bringen und hier natürlich auch durch den Zugang zu den ganzen Personen, die da auch im Hintergrund mitwirken, Familien, Eltern, Freunde, natürlich auch einen guten Multiplikator erreichen. Rapid Wien hat wirklich offene Türen gehabt für das Thema. Sie haben verstanden, dass es ein Thema ist, dem man offen gegenüber sein muss, weil man helfen muss. Man muss immer wieder eingreifen und Rapid ist hoffentlich auch für uns ein Türöffner, dass wir andere Vereine dazu bringen und andere Menschen dazu bringen, beherzt zu drücken, mitzutun und vielleicht auch ein herzsicherer Verein zu werden. Jeder Verein kann sich bei uns melden und mit uns gemeinsam ein Herzsicherheitsprojekt machen. Die Heartbeat Foundation richtet sich auch an die vielen Amateurvereine in ganz Österreich. Ja, wir hoffen auch, dass sich Fans bei uns melden, die bei ihren kleineren Vereinen, wo sie selber aktiv sind, oder als Fanclub, dass sie mit uns gemeinsam einen Schritt Richtung herzsicherer Sport machen. Und jeder kann mit uns gemeinsam zusammenarbeiten, entweder eine Spende tätigen für die Herzsicherheit im Sport, wir würden uns sehr darüber freuen, oder einfach mit uns gemeinsam vor Ort in einem kleinen Verein, es ist egal wo, überall sind Menschen, denen man helfen kann oder im Notfall helfen muss. Der Kooperation mit Rapid sollen noch viele weitere folgen. Wir haben sehr viele Anfragen und freuen uns darüber, aber jetzt konzentrieren wir uns auf Rapid und wir werden jetzt ein Jahr Herzsicherheit mit dem SK Rapid machen und im kommenden Jahr dann hoffentlich Bilanz ziehen mit sehr vielen Vereinen, die wieder, denen wir gemeinsam ein Herzsicherheitsprojekt maßschneidern konnten, damit wir dort helfen können. Mit der Herzsicherheitsschulung der Nachwuchskicker waren am Ende alle zufrieden. Ja, ist sehr interessant, also sowas zu sehen. Ja, man merkt, dass auf einmal die Begeisterung steigt, wenn man mitmachen kann in den Kleingruppen. Zuerst ist jeder skeptisch, aber es ist ein tolles Bild, so viele Nachwuchsspieler des SK Rapid da tatkräftig zu sehen. Und beim Drücken kommt jeder drauf, dass er eigentlich helfen kann. Das ist schön.